Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2, immer noch aus dem Kriegsgefangenenlager. Hilfe, ich will heraus! Wir haben ja fast alles. Wir brauchen Dübel. Nee, das ist deine Zelle, ich gehe mal in die andere Zelle. Gibt es noch mehr Zellen oder gibt es bloß diese 12 Stück? Nee, da unten sind noch welche. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal dieses Gleiter-Oberteil. Mhm. Ich habe auch schon ein was für die Keycard zusammen. Mhm. Wir brauchen jetzt nur noch zwei Dübel erstmal. Und die finde ich partout nicht. Oh, hier ist ein Feuerzeug. Wofür brauchen wir das? Wieso steht hier im Wiki, dass man vier Dübel braucht? Wofür braucht man das Feuerzeug? Für den Abdruck vom Schlüssel später. Dann habe ich ein Feuerzeug gefunden. Ich denke, ich weiß, warum man zwei braucht. Wir brauchen zweimal dieses Untergestell, damit wir beide uns ranhängen können an den Gleiter. Stimmt, das heißt, wir brauchen insgesamt vier. Und zweimal Klebeband. Ich habe ein Klebeband. Lass uns erstmal frühstücken gehen. Ist das Feuerzeug illegal? Stimmt. Das ist nicht illegal. Dann würde es. Aber es würde nicht bedeuten, dass wir auch zweimal das Oberteil brauchen, oder? Weil es ist ja nur ein Gleiter. Nee, das macht ja keinen Sinn. Klappt euch, danke. Darf ich mal looten? Oh. Ich guck mal, was der hat. Oh, der hat nichts. Gut. Hm. So, schnell jetzt die Kisten, die Pulte looten von den Leuten. Solange die alle beschäftigt sind hier. Okay, gehst du da unten rein? Dann loot ich hier weiter. Alter, wie die das. Jetzt brich doch ab, Junge! Da kommt jemand zu dir gerannt, Achtung. Ist gerade noch gesehen. Ja, soll er doch. Brauchen wir jetzt für diesen Abdruck noch irgendwas? Passt du zufällig? Ein Feuerzeug, ein Kamm oder Zahnbürste. Für den Abdruck dann, wenig von der Keycard. Ich habe hier Zahnpasta. Brauchen wir das? Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich guck mal gerade, wie das Pappmaché. Okay, wie macht man das? Warte mal. Das ist falsch. Nee, Moment, das ist nicht das. Wieso wollen die, dass ich mir das Feuerzeug? Hier. Feuerzeug und Kamm, daraus kriegt man geschmolzenes Plastik. Oder halt Feuerzeug und Zahnbürste. Das brauchen wir. Das ist bei okay. 40. Okay. Ich muss halt zur Arbeitszeit. Brauchen wir eine Büroklammer? Ich glaube nicht. Okay, gut, hier wäre eine. Ich gehe mal kurz zur Arbeitszeit. Bam, bam. Ach, da ist er, oder? Okay, macht man denn aus diesem geschmolzenen Plastik? Aber man muss das doch irgendwie noch weiterfahren, oder? Also ich habe noch ein Seil gefunden zur Not. Sollten wir nochmal irgendwie doch ein zweites Oberteil brauchen. Ich habe noch eine Feile gefunden. Ich habe ein Kamm gefunden. Dieses Schlüsselkartenkopie. Nee, Moment. Na, die Kopie, dafür brauchen wir erstmal die Schlüsselkarte und dann irgendwas. Wir brauchen geschmolzen. Ich verstehe nicht so ganz, wie wir mit dem geschmolzenen Plastik weitermachen. Wir müssen die Schlüsselkarte da reindrücken, nehme ich an. Ich habe übrigens geschmolzenes Plastik, ne? Ich habe es gerade gecraftet. Also geschmolzenes Plastik habe ich auch. Gut. Ich tue das alles in meins. Brauchen wir noch mal. Kann man aus dem Holzstück zufällig die Dübel machen? Ich guck gleich mal. Werkzeuggriff macht man aus Holzgriff und Pfeil, aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Ich glaube, das kann man sich nicht selber craften, ehrlich gesagt. Die Dübel? Denkst nicht? Also hier ist das Keykarten-Ding, was wir dann brauchen. Dübel, Dübel, Dübel. Ich sehe es jedenfalls nicht. Falsche Schlüsselkarte Türkis, falsche Schlüsselkarte Rot kann man sich hier anfertigen. Die Frage ist, brauchen wir das dann zweimal? Nee. Hier. Wir brauchen das. Ach, das. Ah, jetzt verstehe ich das. Also die Bolzen. Das heißt, wir brauchen noch. Also ich kann mir die nicht aus Holz basteln oder was? Die. Dann fehlt hier im Wiki aber was.
Mit diesem geschmolzenen Plastik machen wir den Abdruck, aber wir brauchen erstmal den Abdruck an sich. Dafür brauchen wir den Schlüssel und noch was anderes. Aber was ist dieses andere? Stück Knete. Das ist es doch, oder? In den Raum geht keiner rein, oder? Stück Knete. Das haben sie vergessen. Zahnpasta und was soll das andere sein? Ah. Was soll das denn sein? Also ich habe die das geschmolzene Plastik habe ich gerade gemacht. Ich habe das Dachding für den Kleider. Ich habe eine elektronische Karte für das Schlüssellesegerät dann später. Ja. Du hast dir extra schon alles zurechtgelegt. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich bin eigentlich dagegen, aber okay, in diesem Fall. Ich habe keinen Bock auf Gefängnis, auf so Gefangenenlager. Daher finde ich es gut. Hm. Die Frage ist, könnten wir, wenn wir hier innen drin irgendwas finden, in dem Gebäude, das irgendwie rausschmeißen vielleicht? Tja. Och nee, du kommst jetzt nicht im Ernst hier. Oh, Alter. Okay, ich gehe ja schon woanders klauen. Ist ja gut. Ist ja gut. Hier ist übrigens der normale Ausgang, ne? Wenn wir einen roten Schlüssel kriegen, können wir hier einfach rausgehen. Denkst du? Ich hoffe es. Ich kann ja mal gucken, wie viel Geld habe ich denn? 100. Ich glaube, einmal Klebeband habe ich auch. Ja, genau, einmal Klebeband habe ich. Also wir brauchen zweimal Klebeband. Ich habe auch einmal. Wir brauchen also nur 4 Dübel. Hast du schon alle Pulte durchsucht gehabt? Nee, ich werde ja immer erwischt. Ja, und wir brauchen noch ein Stück Knete für den Abdruck halt. Ja, du meinst dieses Plastik, oder? Ach, Moment, lol. Nee. Das ist, Stück Knete ist was anderes als das geschmolzene Plastik. Okay. Ich frage mich gerade, Keycard. Ist damit auch so ein Schlüssel gemeint oder wirklich Keycard? Eine Keykarte. So eine Schlüsselkarte. Die du durchziehst. Genau. Ach, die. Lol. Okay, die ist, deswegen steht das hier nicht, weil es hier gar keine Schlüssel gibt, sondern diese Keycards. Ja. Aber wozu brauchen wir das Plastik? Um davon den Abdruck zu machen, nehme ich an. So einen Negativabdruck. Du drückst sie da rein und dann brauchst du da noch einen positiven Abdruck. Du musst dann, wir müssen wahrscheinlich dann in diese Form, die wir drücken. Aber die Schlüsselkartenkopie macht man aus der Karte, diesem grünen Motherboard-Gedöns und Ja, ist dann die Frage. Kabel. Das Problem ist, müssen wir die Karte dann ganz schnell wieder zurückstecken. Entweder das oder du spülst die Toilette runter. Okay. Ich durchsuche gerade nochmal hier ein bisschen. Ansonsten könnten wir gleich schon mal anfangen, ein paar Wächter zu verkloppen, einfach nur damit wir wissen, wer das Ding schon mal hat. Jo, guck mal, der Typ, der hier steht. Hast du Bock? Ja, ich hole mir gerade noch eine Waffe. Ach so, ich habe meine Waffe versteckt, verdammt. Jo, der Typ da. Auf H12! Hau ihn! Hau ihn! Er hat einen Schlüssel. Er hat einen Schlüssel. Tu deine Waffe weglegen, schnell! Ja. Er hat einen Schlüssel gehabt. Also keine Keycard, nur mal einen Schlüssel. Aber guck mal. Er hat den falschen. Ich sehe es, er hat den falschen. Du siehst jetzt rechts auf der Map oben, dass er den Schlüssel hat. Ja, aber er hat den falschen, oder? Er hat keine Keycard, wir brauchen eine Keycard. Ach so, scheiße. Er hat einen Schlüssel gehabt, keine Keycard. Oder ist das damit gemeint? Warum steht hier Molten Plastic? Das verstehe ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Du kannst ja auch Schlüssel, ja, man kann ja Schlüssel auch machen, um verschwinden durch die Tür noch, durch eine andere Tür noch durch. Sie das meinen. Hey, wieso bist du denn hierher getragen worden? Ich bin auf einer anderen Krankenstation. Okay. Müssen sie uns jetzt trennen oder was? So, welchen Wächter verkloppen wir als nächstes? The next one ist. Ah, wer ist der nächste? Komm mal her. Hast du Energie? Ja, aber. Jeder Typ? Eine Waffe wäre doch vielleicht nicht schlecht, oder?
Wenn du links gedrückt hältst, dann lädst du einen Schlag auf. Warte mal, nicht jetzt. Also mit links gedrückt halten, lädst du einen Schlag auf. Wo haben wir denn mal jemanden? Ah, hier unten kommt einer, hier kommt einer. Hier. Also erstmal kurz Arbeitszeit. So. Wir wollen den Polizisten verkloppen. Ich glaube, das ist egal. So, aber jetzt. Wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da oben, läuft er. Gerade hin. Oh, da kommen noch zwei. Das soll ich mir vielleicht kurz lassen. Warte, warte. Er hat einen grünen. Er hat einen grünen Schlüssel gehabt. Auch einen falschen. Er hat einen grünen Schlüssel, keine Keycard. Also irgendeiner müsste diese Keycard haben, dafür brauchen wir eine Kopie. Richtig, also erstmal jetzt wissen, wer sie hat. Das heißt, wir müssen jetzt dem Polizisten was aufs Maul geben. Guck mal, wir wissen, hier links, Keycard hat, sind wir schon mal ein großes Stück weiter. Hier links die Tür, ne? Die geht auch noch mit der Keycard auf. Und da ist ein Desk drin. Hm. Das würde mich ja öfter sehen, hier, die hier. Ja. So, den Typen kennen wir, der hat einen grünen Schlüssel. Hier ist noch jemand. Auf die Knie. Du musst reingucken, du musst die kloppen und reingucken. Klopp die, klopp die, klopp die. Guck rein, bevor er dich erschießt. Nein. Wieso rennst du immer so weit? Hä? Um ihn auszuweichen. Bleib da einfach stehen und blocke. Rechtsklick. Ja, dann erschießt mich ja die ganzen Scharfschützen. Die schießen ja auf mich. Der hat auf mich erst später geschossen. Der macht mir ja nicht wirklich Schaden, aber die Scharfschützen machen mich halt mit zwei Schüssen weg. Okay, dann verkloppen wir die, wenn die in unseren Zellen sind. Kommst du mit? Ich bin auch tot. Hier ist ein Typi. Duschzeit. In der Duschzeit können wir keine Klopperei anzetteln. Ja, wo ist denn Dusche? Ach, da hinten. Guten Tag. So, da oben läuft übrigens ein Wachmann. Wenn wir Glück haben und der geht irgendwo. Komm mal hier rüber. Ey, der hat den grünen Schlüssel. Den hier? Ja. Du darfst dann nicht so weit ausweichend laufen dann. Schipp. Ah, hier kommt nicht rein. Wow. Mobbing. Geht der geht in die Küche, oder? Schnell runter, der geht in die Küche. In der Küche kann man abfangen. Nein, der geht hier rein. Okay. Blocken. Und er hat die Keycard. Ich hab sie, ich hab die Keycard. Das ist sehr schlecht. Das hättest du es nicht machen sollen. Ich hab sie hingelegt. Sie liegt draußen. Ja, das ist jetzt sehr schlecht. Ich kann sie nicht aufheben und jetzt nehmen sie die wieder. Nein, das wusste ich nicht. Du hättest die einfach nicht nehmen dürfen. Ach, wir wollen erstmal wissen, wo die ist. Entschuldigung. Ich war so, Keycard, Keycard. Das war jetzt nicht gut. Jetzt bin ich mich auch down. Wir wollen ja erstmal nur wissen, aber wen hat. Hat der dieses, hat derselbe Typ die jetzt wieder? Das glaube ich nicht. Hoffentlich hat jetzt überhaupt noch jemand. Das wäre jetzt nicht gut. Eventuell verlieren wir jetzt auch alle Items. Dann tut mir das sehr leid, ich wusste es wirklich nicht. Ja, muss auch Kartoffeln schälen. Hm, wieder raus. Ich muss sagen, ein Hund beißt mich jetzt. Wo müssen wir jetzt hin? Freizeit. Ist mein Zeug noch? Ich guck mal, ob mein Zeug noch da ist. Oh, hier liegt einer. Hallo. Oh, da ist nix. Was hatten die hier? Brauchen wir Klebstoff? Ich glaube nicht. Den hätte ich nämlich jetzt gerade spontan. Ich guck mal kurz in meine. Ist jetzt alles weg? Nein, mein Puls ist noch komplett da. Alles okay. Okay. Sehen wir jetzt ihn mit einer Keycard? Ja, das ist die Frage. Wo ist jetzt die Keycard? Ist jetzt endgültig weg? Das wäre nämlich ziemlich schlecht. Ja, endgültig weg glaube ich nicht. Oder? Ist die endgültig weg? Das wäre ja doof. Dann tut es mir mega leid, weil das wusste ich nicht. Also ich sehe mit dem lilanen Schlüssel. Das ist glaube ich der Typ, den wir gerade K.O. gekloppt haben hier unten, oder? Also ich sehe keinen mit einer Keycard. Ja, ich sehe bloß einen mit dem lilanen Schlüssel. Wollen wir den Typen nochmal verprügeln? Vielleicht hat er die Keycard wieder bei sich. Ansonsten müssen wir die Keycard wieder suchen. Komm mal hier nach unten. Ah gut, der läuft gerade hier außen. Komm mal her. Der hier hat die. Guck mal, der hat einen Dia-Schlüssel.
Achtung! Das ist doch nicht der Richtige. Wieso verkloppt ihr den jetzt? Der hat den lilanen Schlüssel gehabt. Ja, aber den brauchen wir nicht. Nee, aber der hatte aber die Keycard mit dem lilanen Schlüssel. Vielleicht hat er die ja wieder. Das wollte ich gucken. Aber wenn er die ja wieder kriegt, vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ein anderer hat. Oder ob er die wieder hat. Weil er hatte sie gehabt. Nee, er hat ja einen Schlüssel. Er hat ja. Er kann ja nicht die. Er hatte die Keycard und den Schlüssel. So. Das ist es eben. Er hatte zwei was. Darum habe ich angefangen. Ich glaube nicht, dass er die jetzt hat. Die ist jetzt irgendwo anders wieder. Die Frage ist, bei wem ist er jetzt? Jetzt können wir zu spät im Appell bei mir hier hocken. Ich schlapp die nur beim Appell sehen, sonst krieg ich den nächsten Anschiss. Wir müssen ja eh gleich pennen gehen. Oh, es tut mir so leid. Tut mir leid, ich bin halt nicht fürs Gefängnis geschaffen, was soll ich sagen? Ja, WTF. Ich war nicht bei den Appellen, ich bin instant wieder abgeschossen worden. Ja, ich konnte es auch nicht schaffen, logischerweise. Ich war was ist das denn für ein Quatsch, bitte? Leute, Logik. Ich war gar nicht da. Jetzt kommen wir wieder zu spät, weil Licht aus. Pass mal auf. Da kriegen wir den nächsten Anschluss. Ach nee, wir kommen in Einzelhaft. Okay. Wir verbringen die Einzelhaft wahrscheinlich die Nacht hier. Licht aus. Kommen wir jetzt hier raus? Warte mal. Jetzt können wir uns frei bewegen, oder wie? Oh. Das könnte interessant sein, ne? Weil wir uns dann nachts... Das war ich sehr stark zu bezweifeln. Was? Dass wir uns hier frei bewegen dürfen nachts. Naja. Sobald man uns sieht, werden wir sofort geklatscht. Ja, wir müssen ja wieder in unsere Zelle gehen. Das dürfen wir ja. Ich bin fertig, zurück zur Zelle. Okay, wir haben eine gewisse Zeit. Die Frage ist, wen verkloppt man? Du darfst ja aussuchen jetzt. Ich lass mich überraschen. Ich guck gerade mal. Wir bräuchten halt echt eine Waffe, wenn wir die verkloppen wollen. Also ich lieg im Bett. Ah, hier haben wir's. Schlüsselkartenkopie. Kannst du mal gucken, was passiert, wenn man die Schlüsselkarte nimmt und die wieder einsammelt? Siehst du das? Wie was dann passiert? Naja, ob die jetzt weg ist, ob wir einen anderen Plan B jetzt brauchen oder ob die dann wieder irgendwo random ist. Das würde ich echt gern wissen. Weil dann täte es mir mega leid, dass ich es versaut habe. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie ich das nachgucken soll. Also, na gut, dann lass. Ich wüsste halt, ich hoffe, ich habe es nicht versaut jetzt mit der Aktion. Das täte mir mega leid. Wird wohl irgendwer anders jetzt haben, denke ich mal. Ja, wenn es irgendwer anders hat, ist ja okay. Hauptsache, es ist nicht komplett weg aus dem Spiel jetzt die Möglichkeit. Weil das täte mir dann echt mega leid, dass ich es so versaut habe. Ich denke mal, die hat noch jemand. Ich frage nur, wer hat die jetzt? So, Appell. Und gleich erstmal durch zum Looten. Wenn einer in die Zelle kommt, komm mal mit. Wenn die jetzt in der Zelle reinkommt. Hier in dem Hinterraum gibt es keine Kamera, ne? Da können wir denjenigen. Wir müssen halt nur gucken, wenn einer mal da durchläuft. Hier, ich hab einen Dübel gefunden. Oh, hier ist ein Dübel. Gut. Ein Dübel. Ich guck mal hier. Die Kamera. Hier ist kein Dübel. Ich setze die extra immer in die Ecken rein. Hier ist. Warst du das hier? Hier ist eine Perlenschlange, was war ich? Ja, ich habe da ein kleines Lager eingerichtet. Wenn du was brauchst, nimm dir's. Da guckt nämlich keine Sau rein. Okay, wie wär's, wenn wir den hier verkloppen? Wen? Warte, ich bin der Warte. Ich gucke noch im letzten. Was ist in der Perlenschlange, bitte? Ich habe aber den Dübel. Lass mich mal den Dübel. Hier. Okay, dann erstmal Frühstückszeit. Lass uns frühstücken gehen und dann tue ich aber den Dübel weg. Bringen, weil ein Dübel zu vier Dübel ist schon mal was. Obwohl, ich habe bestimmt der Dübel ist ja legal, ne? Ja. Der Dübel ist ja legal. Aber wie machen wir das, dass man einen die. Wir müssen die dann irgendwo reinlocken oder so. Wir müssen ja, guck mal, das irgendwie heimlich. Der Typ geht hier durch die kleinen Zimmer hinten. Hast du gerade gesehen? In dem Zimmer ist nämlich keine Kamera. Mhm. Achtung, hier, komm mal her. Kommt der hier rein? Der kommt nicht hier rein. Geht der unten rein? Wollen wir den versuchen umzulocken? Warte, der geht hier rein. Komm mal hier hinter. So, mach dich bereit. Ich hab den Dübel übrigens noch.
Oh, Alter. Jetzt. Er hat einen grünen Schlüssel. Shit. Und weg. Ich leg den Dübel mal hierher. Ich bin im Spind. Oh. Ja, das hätte ich mich auch tun sollen. Ich wollte den nächsten. Okay, ich habe auch den Dübel hingelegt. Nimmst du den? Ja, das ist schlecht. Ich meine, wenn du dann so weit bist. Ich werde gerade erstmal auf die Krankenstation gebracht. Und kassieren die den gleich ein. Wieso? Das ist kein böser Gegenstand. Weil er da liegt. Das ist kein böser Gegenstand. Sicher? Ja, der ist grün. Dübel? Der ist grün. Okay. Der sollte nichts machen. Oh, wie viele... Ach du Backe. Ich komme ja nach unten. Hast du den Dübel noch oder kannst du schon? Ich habe den Dübel eingelagert, ja. Gut, gut, gut. Lol. Mir wurde gerade angezeigt, dass der hier die Karte hat. Wer? Er hier. Wachmann Big. Er hat die Schlüsselkarte, zeig, 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 die wir zeig, zeig, zeig. Der Typ da? Ja. Bei mir schwankt das immer zwischen Schlüssel und Schlüsselkarte. Ja, also ich seh's. Ich seh's. Mir. Ja. Er hat sie. Ja, gut. Dann, siehst du? Okay, guck mal, guck mal. Und das ist nämlich der Typ in dem lilanen Schlüssel. Und wir haben bis jetzt nur einen verprügelt, der einen lilanen Schlüssel auch hatte. Und die Keycard. Also er hat die wieder. Das ist der Typ von vor uns. Okay. Wie kriegen wir den down, dass wir da eine Kopie machen? Erstmal brauchen wir das. Wie machen wir denn die Kopie? Du brauchst, warte mal, das ist unter 50. Und da sind halt die hier Schlüsselkarte Türkis, ist das, nehme ich mal an. Schlüsselkarte Kopie Türkis. Brauchst du die Schlüsselkarte, diese Leiterplatte und den Draht. Wir haben aber noch keinen Draht. Was wir dann aber machen müssen, wenn wir das machen, ne, müssen wir das in so einem Hinterzimmer machen. Einer von uns craftet das sofort. Und dann müssen wir das Item aber sofort weglegen. So dass die uns das nicht mehr wegnehmen können. Weißt du, das wird tricky, ne? Also wir brauchen noch einen Draht. Ich hab so ein Metallding. Zählt Büroklammer eigentlich dafür? Ist das ein Draht? Nein. Okay. Naja, kann man ja aufbiegen. Ich weiß nicht, wird's dann zum Draht? Der Draht sah anders aus, ne? Naja, das sah anders aus. Okay. Schade, die hatten keinen Draht. Da klappen sich welche. Das ist Blub Science. Wir brauchen Draht. Das ist kein Draht. Wie sich alle kloppen hier draußen, ne? Oh oh. Ich habe 35 Gold. Mal die Schachtel. Warst du hier schon überall drin? Ja, fast außer an dem hier. Ich finde kein Draht. Hier, will mal kurz. Was? Ich habe so ein Gefühl, dass der einen Draht hat. Wow, really. Nee, nicht ich. Ja, jetzt hast du mich gehauen. Der hat ein Familienfoto. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ah, ist auch kein Draht. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Hey, ja, sein könnte es ein Draht als. Jetzt steht brauchen wir noch einmal. Wieder. Brauchen wir noch einmal ein Klebeband? Wir brauchen insgesamt zwei. Hast du schon zwei? Hast du noch eins? Ich habe eins, ja. Gut, ich habe auch eins. Dann brauchen wir eigentlich nicht nochmal ein Klebeband. Hier wäre nämlich noch eins gerade. Aber wir brauchen noch drei Dübel, oder? Ja, ich habe nur ein. Wo hast du den einen Dübel? Bei mir im Geheimversteck. Gut, gut. Den brauchst du aber nicht. Der ist legal. Der ist legal. Ja, aber damit das kein anderer Mithäftling klaut. Ich weiß nicht, ob die das machen. Das weiß ich nicht. Das wäre echt böse. Das ist ja voll unfair von denen. Warum machen die denn sowas? Wenn die das machen, ich weiß ja nicht. Gut, Hm.
Wetterkleidung für mich mit. Was? Ja, na klar. Als ob ich die Wetterkleidung besorge, Junge. Dübel für 105. Ich hab 100. Ja, fast. 105 für Dübel? Was? Was denkst du, was du da hast? Baches Gold? What? Also der hier verkauft einen Dübel für 105. Ich habe auch nur 100. Ich meine, weiß der einfach, wofür man ihn braucht? Weiß er, wie man hier rauskommt? Toll. Ich mach mal gerade eine Quest. Ich müsste eine Hundemorge organisieren für jemanden für eine Quest. Ich guck mal, ob ich die krieg. So, Kollege, ich habe da ein Item. Ja, wo ist der bitte? Kollege, da kann ich nicht durch. Ja, wo ist der? Der ist da oben drin? Gibt es hier nur diesen einen Durchgang? Du, ich habe noch etwas Interessantes gefunden. Einen ganz kleinen Nebenraum. Der ist auch sehr interessant. Ach lol. Hm? Okay, den Typen komme ich gerade nicht ran anscheinend. Der ist irgendwo da oben, wo ich nicht hinkomme. Ich warte mal kurz, ob der irgendwann wieder runterkommt. Was kommt jetzt? Nein! Gib doch die Quest ab! Abendbrotzeit. So, Kollege, ich habe dein Geld für einen Dübel. Der hat keinen Dübel mehr. Ach, natürlich hat er den noch. Wollen wir wetten? Das wäre jetzt also. Da drüben läuft er doch. Na. Nee, das wär nicht. Der Typ, der hier sitzt, ist es doch, oder? Hallo? Ja, Tatsache. So, zweiter Dübel. Wir müssen halt wissen dann zur rechten Zeit, wann wer, wo der ist mit der Keycard. Der steht jetzt gerade hier. Der ist wohl immer hier, okay. Wir müssen dann auch wissen, wenn der die Kontrolle hier macht und hier durchläuft. Nur dann haben wir die Chance. Oder wir verarschen quasi. Wie? Einer haut ihn, läuft in den Hinterraum, wo der andere mit der Waffe wartet. Das ist eine Idee. Und dann, das Problem ist, in der Zeit können ja schon andere kommen, die werden sofort alarmiert durch die Wachtürme. Wir müssen es testen. Ich meine. Oh oh. Die Frage ist halt, was brauchen wir nochmal genau? Wir brauchen noch den blöden Draht jetzt, um das zu machen, ne? Das ist was wir noch brauchen. Ja. Dann haben wir das aber, oder? Dann brauchen wir nicht noch irgendwas extra. Dieses Fake-Ding craften. Wir brauchen seine Keycard, dieses Motherboard oder was das sein soll und den Draht. Und daraus machen wir uns dann dieses gefakte Ding. Sieht die Kamera mich hier? Scheinbar nicht. Geh weg. Okay. Mich hat immer wieder alles durchsuche in der Hoffnung, na, irgendwas passt, nichts zu finden, ey. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist Blubsecke. Ich guck mal kurz bei dir. Hier ist eine kleine Handschaufel und ein Holz. Oh oh. Hilfe, der hat mich gesehen, Hilfe. Ja, das habe ich gemerkt. Ich hasse die Kameras. Nein, nicht duschen, Quest abgeben. Ah, okay.
Hier ist der Typ mit der Keycard. Hm? Na du? Können wir den auch bestechen? Das weiß ich nicht. Ja, das geht. Wir können ihm Zeug schenken. Ja gut, aber dafür kriegen wir nicht die Keycard. Na, aber dann bestechen können, oder? Ja, die gibt es eigentlich die Keycard. Aber wir müssen essen gehen. Nee. Also ich musste duschen gehen. Ja, duschen, aber Entschuldigung. Ich bin ja müde. Jetzt ist er gerade okay. Jetzt. Okay. Jetzt müssten wir. War das jetzt gerade nur Zufall, oder? Der läuft halt ab und zu immer seine Runden. Geht er jeden Tag dahin. Meinst du, wir beobachten ihn mal eine Weile? Also es kann sein, dass er zwischen 20 und 21 hier durchgeht, immer. Na, das kann gut, natürlich sein, das müssen wir mal beobachten. Jetzt geht dann das durch. Wir müssen den hier kriegen, weil das sieht dann echt keiner, wenn wir ihn da niederknüppeln. Weißt du was? Ich beschatte ihn am nächsten Tag mal die ganze Zeit. Ich beobachte, wie er wohin geht. Und welche Uhrzeit es möglich wäre, ihn zu triggern. Das fällt überhaupt nicht auf der Schritt im Herdacke. Niemand hat Draht, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Später am Abend geht er dann hier hoch. Oh, hier oben ist noch was. Du. Okay. Nach 21 Uhr noch was geht er raus. Oh shit. Hier ist was. Komm, kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? Hier Nein. ist was interessant. Wieso, was machst du schon wieder? Jetzt muss ich laufen. Was hast du angestellt? Ich komme. Ich habe versucht, was zu stibitzen. Hier oben. Guck mal, was wir hier haben wieder. Ja, da sind die Sachen für das Motorrad. Sicher? Da ist noch, da ist was zum Looten dann. Guck mal, da ist was zum Looten drin. Bestimmt mal da noch was Passendes. Baseballschläger, zwei Dübel, ja, ein wat? Stück Seil. Was? Zwei Dübel? Okay. Kannst du mich rausholen? Da, warte. Okay. Komm raus. Danke. Hast du einen Baseballschläger mitgenommen, den werden wir brauchen. Wuhu. Hast du echt zwei Dübel? Ja. Dann haben wir doch alle Dübel. Haben wir denn alle Dübel? Ich würde mal sagen. Wo warten das jetzt mit den Dübeln? Hier. Ja, super. Gib mir mal. Kannst du mir zwei Dübel geben? Ich kann. Du hast eine Schaufel in der Hand. Ja, ich weiß. Ich kann das mit dem Klebeband craften. Ich brauche bloß zwei Dübel. Kannst du mir die geben? Ja, dann. Ja, ich muss gerade das Ding werden. Ich brauche meinen Appell. Ja, ich brüche die zwei Dübel. Ich habe immer Klebeband oben. Da kann ich das craften. Kannst du bitte hinhauen? Okay. Craftest du das Ding dann auch noch? Ja. Also ich brauche dafür zwei. Klebeband oder? Du brauchst ein Klebeband, die zwei Dübel. Okay, dann kann ich das gleich craften. Das mache ich gleich ganz safe in der Nacht. So, ich habe das Ding gecraftet. Ich kann das jetzt machen. Und ich habe die Kleiderbespannung. Ich habe ein Seil noch. Ich habe noch geschmolzenes Plastik schon. Und ich habe eine Leiterplatte. Ich brauche bloß ein Draht und die Keycard. Okay, ich habe das Ding jetzt auch gecraftet. Das heißt, wir haben alle Bauteile, um den Leiter zu reparieren. Wenn wir das nicht alles zweimal brauchen. Nein, wir brauchen halt einmal das Ding und zweimal dieses Ding zum Anhängen. Der sucht meinen Spind. Da ist alles drin. Ja gut, wenn es versteckt ist, findet das nicht. Ja, ist versteckt, gut. Ja, die Folge ist auch schon zu Ende, wie ich sehe. Ach ja, stimmt, genau. Werden wir uns hier zur nächtlichen Ruhe begeben, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao.